Der SV Helpenstein verkörpert Tradition und Zukunft. Tradition durch die Gründungsvereine SV Arsbeck, Blau-Weiß Dahlheim, SV Wildenrath. Und wir sind stolz darauf, in den letzten 22 Jahren in 4 Abteilungen einen sehr guten Weg gemeinsam genommen zu haben. Wir wissen aber auch, und das haben wir gerade bei dem Bau unserer Anlage auch gespürt, wir stehen vor finanziellen Herausforderungen und wollen diese Herausforderungen annehmen, auch dadurch, dass wir neue Wege gehen. Bei diesen neuen Wegen ist dann eine Kooperation entstanden zwischen dem SV Helpenstein und der VKF GmbH. Wir als Werbeagentur sind einmal aufgefordert worden, neue Sponsoren für den Verein zu suchen. Und ich als Fußballfan habe als allererstes gesagt, warum nicht die VKF? Das kann für uns als VKF eine sehr interessante Geschichte sein, aber auch für den Verein, da wir viele Möglichkeiten haben, diese Kooperation mit unseren Produkten zu unterstützen. Und wenn wir bei den Produkten sind, so hat das Ganze begonnen. Es gibt eine Vereinszeitung, die wir vor ein paar Jahren miteinander begonnen haben. So ist eine vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit entstanden und gewachsen. Und das Ganze mündet jetzt in einer intensivierten Kooperation. Und wir wollen durch die Veränderung, durch die Verschönerung unserer Anlage und durch ein gemeinsames Event dies auch der Öffentlichkeit präsentieren. Zuallererst wird die gesamte Spielstätte einen neuen Namen erhalten. Das Ganze wird die VKF Arena sein. Wir werden diese Spielstätte ein wenig umrüsten, ein wenig neu gestalten. Darin wird das Thema Tradition des Vereins sehr stark sich wiederfinden. Angefangen von der Begrenzung der Zäune mit neuen Bannern und großen Displays, die wir dort aufstellen werden. Wir werden die Gäste- und Vereinstrainerbänke neu gestalten und wir werden einige andere Dinge noch durchführen, die das Thema VKF Arena sehr intensiv darstellen werden. Der SV Helpenstein spürt in diesen Tagen einen weiteren neuen Schub. Er bekam einen Schub durch die Fusion, er bekam einen Schub durch die Kunstrasenanlage, die hier entstanden ist, und bekommt erneut einen Schub durch diese Kooperation mit einem Partner, zu dem wir vollstes Vertrauen haben. 1993, also 2 Jahre nach der Gründung des SV Helpenstein, fand hier ein großes Rockfestival statt. Genau vor 20 Jahren gab es Rock Over Germany. Und wir wollen es in diesem Jahr wiederholen, in kleinem, bescheidenerem Rahmen, und freuen uns gemeinsam mit unserem Kooperationspartner VKF auf ein 3-tägiges Event. Es startet am Freitag mit einem Generationenturnier und dem Abschiedsspiel unserer A-Jugend und kommt dann am Samstag zu einem weiteren Höhepunkt. Samstag werden wir dann ein Familienfest feiern mit viel Spiel und Spannung und Sport. Abends wird das Ganze gekrönt durch ein Rockfestival, in dem wir 3 Bands auftreten lassen werden, die mit Sicherheit den Platz fast so gut rocken werden wie vor 20 Jahren. Der krönende Abschluss ist am Sonntag, wenn unser traditionelles Jugendturnier stattfindet, aller Jugendmannschaften, auch unserer B-Juniorinnen gegen Borussia Mönchengladbach.